FileStat ist eine offene, auf JavaScript beruhende Software zur Simulation elektrischer und elektronischer Schaltungen. Dieses geschieht direkt in einem Internetbrowser und kann auf dem PC, dem Smartphone oder auf dem Tablet eingesetzt werden, ohne diese installieren zu müssen. Über die Seite filestat.com kann man FileStat direkt starten und auch eine Vollbildversion ist möglich. In der Lehre ist der FileStat-Simulator gut einsetzbar, um Lehrenden und Lernenden die Möglichkeit zu geben, virtuelle Schaltungen aufzubauen. Zudem können gezielte virtuelle Messübungen durchgeführt werden, beispielsweise eine Widerstandskennlinie aufzunehmen. Und auch kann der FileStat-Simulator als Kontrollinstrument verwendet werden, um Rechenergebnisse oder Abhängigkeiten zu kontrollieren. FileStat ist kostenlos und kann sowohl in der Online-Lehre als auch in der Präsenzlehre gut eingesetzt werden. Nun schauen wir uns gemeinsam FileStat genauer an und die Simulation ist folgendermaßen aufgebaut. Oben ist das Applet zu sehen. Hier unten werden weiterführende Informationen angezeigt, die man wählen kann. Unter dem Punkt Directions findet sich eine Bedienungsanleitung und über den Punkt darüber kann in die Fullscreen-Version gewechselt werden. Als erstes kann man hier eine Beispielschaltung sehen. Die Schaltung besteht aus verschiedenen Bauteilen. Hier unten sieht man noch einmal den Schwingkreis. Auch Oszillatoren können eingeblendet werden. Und bewegt man nun die Maus über die einzelnen Bauteile der Schaltung, so sind Informationen in der Textfläche, beispielsweise in der Spannungsquelle oder dem Widerstand der Schaltung zu sehen. Die Schaltung kann auch jederzeit gestoppt oder von vorne beginnend gestartet werden. Das geschieht hier mit Run and Stop oder aber dem Reset. Mithilfe der beiden Schieberegler können die Simulations- und die Stromgeschwindigkeit geregelt werden. Das heißt, dass ich die Simulation schneller oder langsamer laufen lassen kann oder aber den Strom schneller oder langsamer laufen lassen kann. Beides wird individuell für einzelne Schaltungen eingestellt. Wenn ich nun auf den Widerstand gehe und auf Sliders klicke, kann ich auch den Widerstand mit einem Schieberegler regeln. Das brauche ich hier aber nicht, da sie ja rechts für die Schaltung bereits zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, ich kann die Kapazität, die Induktivität und den Widerstand regeln. So, dann schauen wir uns nochmal die Menüleiste an. Unter dem Menüpunkt Datei können erstellte Dateien exportiert, lokale Dateien und Texte importiert und Schaltungen gedruckt werden. Zum Speichern der Schaltung gibt es mehrere Möglichkeiten unter Datei. Die eigene Schaltung kann als Textdatei lokal abgespeichert werden. Diese Textdatei kann dann zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder importiert werden, um an der Schaltung weiterzuarbeiten. Es ist auch ebenfalls möglich, die Schaltung als Link zu exportieren. Also dabei werden die sämtlichen Informationen der Schaltung in einer URL eingefügt. Diese sehr lange URL kann über den Button URL kürzen auch verkleinert werden. Dieser Link ist also kein permanenter Link, sondern muss eher als eine verkürzte Form der Export-Import-Funktion verstanden werden. Es ist also leider nicht möglich, mit mehreren Personen gemeinsam an einer Schaltung zu arbeiten. Unter Bearbeiten können übliche Funktionen wie beispielsweise Kopieren und Einfügen mit dem Hinweis auf die gängigen Tastenkombinationen gefunden werden. Unter Zeichnen werden alle zur Verfügung stehenden Schaltungselemente aufgeführt, die in die Schaltung eingefügt werden können. Diese Auswahl wird ebenfalls angezeigt, wenn man die rechte Maustaste betätigt. Alle Bauelemente, Verbindungen, Ein- und Ausgänge, Logikgatter und so weiter können ausgewählt werden, um die gewünschte Schaltung aufzubauen und diese in Echtzeit zu simulieren. So, in Oszis können die Oszilloskope eingeordnet werden und unter Einstellungen können Grundeinstellungen vorgenommen werden. Hier kann man auch zwischen technischem und physikalischem Strom wechseln. Unter Schaltungen gibt es bereits fertiggestellte Schaltungen, die ausgewählt werden können. Hier sieht man eine Vielzahl kategorisierter und vorgefertigter Beispielschaltungen, auf die zurückgegriffen werden kann, um mit ihnen zu arbeiten oder auch anzupassen. Aber beginnen möchte ich vorerst mit der Erstellung einer eigenen Schaltung und öffne hierfür eine neue Schaltung. Ich beginne, indem ich über den Menüpunkt Zeichnen oder aber per rechten Mausklick in das Applet Bauelemente hinzufüge. Ich nehme anfangs drei Widerstände und eine Spannungsquelle. So, nun verbinde ich die Bauteile entweder durch das Einfügen von Verbindungen hier oben oder aber durch Ziehen eines
Bauteilanschlusses mit der linken Maustaste. Wichtig dabei ist, dass jedes Bauteil einzeln mit der Spannungsquelle ausgewählt und verbunden wird. Es kann also nicht eine einzige Verbindung über alle Widerstände gezogen werden. Jetzt können wir sehen, wie der Strom fließt. Oben links in der Schaltung fließt er schneller, dann zweigt er ab und wird pro Abzweigung langsamer. Wenn ich nun auf die Verbindungen oder die einzelnen Bauteile gehe, kann ich unten im Textfeld die einzelnen Informationen und Größen der Bauteile sehen. Mit Rechtsklick auf die Bauteile können die Widerstandswerte verändert werden. Wenn ich mir nun die Messung mit dem Oszilloskop anschauen möchte, kann ich durch Rechtsklick auf ein Bauteil dessen Strom- und Spannungsverlauf am Oszillogramm anzeigen lassen. Die Anzeige kann durch Rechtsklick in das Oszillogramm eingestellt werden, zum Beispiel für die Leistungsmessung, für Extremwerte und so weiter. Falstad eignet sich aber nicht nur sehr gut, wie man sehen kann, um eigene Schaltungen zu erstellen und zu simulieren, sondern vor allem auch, um die umfangreichen Mess- und Oszilloskopfunktionen an den vorgefertigten Schaltungen anzuwenden und zu testen. Der große Umfang an vorgefertigten Schaltungen umfasst viele Themenbereiche der Elektrotechnik, von den Grundlagen wie Reihen- und Parallelschaltungen, Kapazitäten und Induktivitäten über Logikgatter bis hin zur Leitungstheorie. Dabei können die vorgefertigten Schaltungen verwendet werden, um sich selbst mit bestimmten elektronischen Themen auseinanderzusetzen oder aber als Lehrmittel sehr gut Verwendung finden. So, nun wünsche ich viel Spaß bei der Erstellung eigener Schaltungen und das Erproben bereits vorgefertigter Schaltungen.